zwei neue Reisende. Den Geist und einen kleinen Jedi-Künstling. Wie schön. Der Pirat hat wohl auch eine neue Geistergeschichte, die wir untersuchen sollen. Mein Sith-Lord, hier ist Karl, euer Schüler. Corin ist auch hier. Wir haben nicht viel Zeit zum Sprechen. Tarathon wollte uns auf seine Seite ziehen. Er meinte, ihr wärt tot. Wir konnten nach Drom und Kaas fliehen, doch seine Sith-Lords verfolgen uns durch jeden Sektor. Wo seid ihr jetzt? Wir haben Kurs auf Quash gesetzt, eine widerliche kleine Sumpfwelt. Der Krieg auf dem Planeten sollte es uns ermöglichen, uns vor Tarathon zu verstecken. Wir brauchen eure Hilfe. Wir haben Tarathon etwas abgenommen. Etwas, mit dem ihr ihn besiegen könntet. Verdammt! Das Schiff wurde getroffen! Notlandung auf Quash! Schnell! Wenn Tarathon deine Schüler tötet, wirst du wirklich sehr schwach wirken. Die Geisterjagd muss wohl erstmal warten. Die Geisterjagd muss also noch ein bisschen warten. Reise nach Quash. Richtig. Unsere Schüler retten. Ich mache gefällt einen Punkt. Oder hast du einen Punkt gemacht? Du hast einen Punkt gemacht. Ich habe einen Punkt gemacht. Wir punkten ja immer, wenn wir mit dem Video fertig sind, damit wir ungefähr synchron wieder anfangen, unseren Bullshit zu erzählen. Richtig. Hey, ich bin auf Quash. Benutze das Holo-Terminal. Tarathons Mann wird sicher eher hier eintreffen als ihr. Corin und ich werden unser Bestes geben, um ihn abzuwehren. Doch mit Lord Cineratus ist nicht zu spaßen. Der Gegenstand, den wir gestohlen haben, ist der Schlüssel zu einem geheimen Eingang zu Darth Tarathons persönlichen Meditationskammern. Das ist ein idealer Platz für einen Hinterhalt, wenn ihr mächtig genug seid, um gegen ihn zu kämpfen. Falls Corin und ich es nicht schaffen, werdet ihr unseren Tod hoffentlich rächen. Vernichtet Tarathon und leitet ein neues Zeitalter für die Sith ein. Ja, vernichten wir Tarathon und leiten ein neues Zeitalter für die Sith ein. Wobei ich mich immer noch gefragt habe, warum dieser Tarathon so viel zu sagen hat. Das frage ich mich auch. Ich werde übrigens den Druiden mitnehmen. Definitiv. Den Druiden? Ja, hier vorne. Du musst doch, wenn du auch nach Quash reisen willst, musst du dich doch immunisieren gegen das Quash-Gift. Ach so. Ja, das ist genau wie auf der Weihnachtsfeier. Da trinkst du vorher einen Schluck Öl, damit du den Alkohol besser verträgst. Ups. Sorry, Kids. Galt nicht, ging nicht an euch. Nicht, dass jetzt alle die ganze Pulle Livio-Öl aussaufen, ey. Das wäre noch der Knaller, ne? Kommen die Eltern nach Hause und die Kinder haben das Sonnenblumenöl angesetzt. Was habe ich verpasst? Ich kann mich nicht immunisieren lassen. Waren wir schon mal hier? Nee. Aber ich kann den anquatschen. Dann quatsch mal. Seid ihr wegen der Immunisierung hier? Dann braucht ihr Formular 1423D und... verzeiht mir. Tut mir leid, ich habe euch für neue Rekruten gehalten. Ich bin autorisiert, bestimmte Kandidaten schneller durchzulassen. Ich nehme an, ihr seid hier, um im Quash-Krieg zu kämpfen? Zeigt mir einfach den Weg in die Schlacht. Dieser Planet inspiriert sonst nicht sonderlich. Quash ist hochgradig giftig, verseucht durch die Minenoperationen der Republik. Ihr werdet eine Injektion brauchen, um zu überleben. Bitte sehr, diese Behandlung wird euch vorläufig schützen. Ich habe Angelegenheiten auf Quash zu regeln. Ihr könnt gehen. Die Wirkung wird mit der Zeit nachlassen. Aber ihr könnt euch an der Oberfläche eine neue Injektion geben lassen. Ihr könnt gehen. Sprecht mit Moff Drayson, wenn ihr kämpfen wollt. Er hat das Kommando über die Kriegsbemühungen des Imperiums. So, ich sag dir, wo der Fehler ist. Ich kann den Typen nicht anlabern, weil mein Level zu niedrig ist.
Du kommst jetzt nach Quesh, aber ich nicht. Das ist ein bisschen doof, würde ich mal behaupten, oder? Mit Sicherheit, ja. Was machen wir denn da? Willst du jetzt vorgehen, oder was? Ja, Wie kriegen wir dich denn da hin dann? Welches Level musst du denn haben? Mindestens eins mehr. Ich würde jetzt fast einen Flashpoint laufen oder sowas. Oder kannst du nicht aufs Schiff gehen und mit deinen Gefährten labern? Das ist auch meine Idee. Das gibt doch massig EP. Das werde ich jetzt definitiv mal ausprobieren. Aber das Problem ist, ich wollte eigentlich die Gefährtengespräche auch aufnehmen. Ach, scheiß drauf. Wer will dich schon sehen? Die Gefährten quatschen eh nur Müll. Ja. Ah, vielleicht gibt's den einen oder anderen, der das gerne sehen möchte. Ja. Du kannst ja schon mal nach Quesh runterreisen. Ich bin gerade mal auf meinem Schiff. Ja. Ist nur die Frage, bringt mir das dann letztlich auch das Level oder eher nicht? Ich denke schon. Das ist nicht wenig, was sie geben. Aber das ist so doof, dass du so weit voraus bist. Das ist, weil ich immer die Räume leer gemacht habe, ne? Ja, aber das ist doch scheiße mit deinem Machtsturmgedöns da unten. Ach, keine Ahnung. Ich skipp mal Ashara Zavros durch hier, mal gucken, was die so zu erzählen hat. Ich hab Post. Wahrscheinlich wieder irgendein blöder Credit-Seller. Oh, 7000 EP. Das reicht nicht, das wird niemals reichen. Das ist jetzt natürlich eine verfahrene Situation, wenn der eine so weit voraus ist und der andere nicht. War es hier immer schon so, oder waren wir das? Ja, den Kempal versteht eh kein Schwein. 2000. Bla 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 bla. Bla 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 1, bla 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 1, bla 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 3. So sieht's aus. Was machst du gerade? Ich will auch nach Quesh. Ich guck mir hier ein bisschen die Gegend an. Ist nicht so schön hier. Quesh? Quesh ist voll geil. Voll schön vergiftet, ey. Halbes Level hätte ich ungefähr. Reicht nicht. Oh, Kembal will nochmal mit mir quatschen, gut so. Labarababa, Kembal. Labarababa. Ich werde trotzdem nicht nach Quesh reinkommen. Jetzt besagt er mir, ich soll nach Tatooine fliegen. Ja, der will mich wohl verarschen. Ich habe mit Kembal gesprochen, er schickt mich nach Tatooine. Tja, dann werden sich hier kurz die Wege von Valora und Alpanix trennen müssen. Wenn mich nicht alles täuscht. Nee, musst du eine Runde PvP zocken. Bist du bis Wahnsinns mit einem Attentäter PvP zocken? Hab ich früher auch. Ja, und willst du auf mich warten, oder was? Was machst du in der Zeit? Weiß ich nicht. Ne? Zum Beispiel. Reichlich verfahrene Situation, der Scheiß hier. Ja. Auch nur ein einziges blödes Quest. Wie viele Punkte fehlen dir noch? Ich weiß es nicht. Ich bin noch mit Andronikus Rebell am Labern. Ich skippe das hier alles komplett. Die hat gerade ihren Mundschutz abgenommen. Ich habe dir ihren Mund gesehen. Hä? Wen? Wen ohne Mundschutz? Ja, meine Valora hier. Die muss doch einen Mundschutz tragen. Achso. Ich glaube, ich wechsle aber von Malaks Schattenkiefer nach Ayunta Pals Maske. So, mir fehlen jetzt noch 50.000 EP. 50.000? Ja. Da habe ich doch glatt schon eine Idee. Und zwar rede ich erstmal nochmal mit Andronikus. Blabla, zieh deinen Mundschutz wieder auf. Bist du bescheuert? Bla 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 bla. Oh, der hat nochmal was zu mir zu sagen. Wieso stellen die mich immer hier nach außen? Jedes Mal, wenn ich mit Andronikus quatsche, stehe ich auf meiner Brücke. Wenn das Gespräch zu Ende ist, stehe ich am Holoterminal. Na, komisch. Also Leute, das hier ist Ultra Fast Leveling. Habt ihr schon gemerkt, ne? Was ist denn jetzt los? Black Screen. Abgekackt? Nee. Okay. Jetzt geht's weiter. Die hatten wohl gerade Sex oder sowas. So. Ii. Wer macht denn sowas, ey? Wow. Ja, ohne Quatsch mal, der packt meine Katze an. Ich glaube, ich spinne. Also, Andronikus Revell wird getötet. Weil ich kann.
Ich muss euch irgendwas geben. Ja, was denn? Nur ein Schlag auf den Kopf. Oh, oh, oh. Jetzt habe ich kein Gespräch mehr, aber mir fehlen noch 20.000 EP. Das müsste einmal PvP sein. Ne? Ja, komm, ey, dann meld uns mal für PvP, dann bin ich dabei. Ja, cool. Bellora und Ipanix machen eine Runde PvP. Aber dann bist du schon wieder für Level über mir. Das macht ja nichts. So, wir sind gelistet für Low-Level PvP. Wuhu! Yeah! Das wird ein Spaß. Ich werde so auf die Fresse kriegen, wie immer halt, ne? Ey, ja. Ich habe PvP mit Kirami probiert, ne? So übel, was ich da auf die Schnauze gekriegt habe. Ich habe mir vorher extra von meinen 3000 vorhandenen Marken PvP-Gear ein bisschen was geholt, ne? Hm. So, just for fun habe ich gedacht, ich mache mal so eine kleine PvP-Reihe, damit es auch mal was anderes zu sehen gibt, als immer nur Story. Und ich gehe ins PvP-Gebiet rein, da springen mich da 4 Maros und 2 Wächter an und die hauen mich so instant. Also wirklich, als würden die auf Hackfleisch klopfen, ne? Als hätte Kirami überhaupt nichts entgegenzusetzen und hatte sie auch nicht. Oh, wir haben Invite. Yeah! Dann gucken wir mal, was machen wir denn für ein PvP? Energiepfeiler. Ich mag das doch gar nicht. Das geht aber noch klar. Da kann man aber einige Punkte sammeln, ne? Mhm. Ich weiß zwar nicht, wie es im Low-Level-Bereich aussieht, aber als Attentäter habe ich natürlich den Vorteil, ich kann mich tarnen. Tada! Getarnte Valora. Jetzt sind wir nur zu 5. Da kommst du nicht durch. Hast du jetzt auch 6000 EP bekommen? Ja, Mann. Ja, nur schon fürs Drinne sein, ne? Ja, reicht. Hätte das jetzt gereicht, wäre ich nicht dann wieder rausgegangen. Hier gibt es übrigens einen Quest, das kann man mitnehmen, ne? Null Toleranz, Kriegsgebiete, Einführung. Raumjäger Einführung brauche ich nicht. Aber Raumjäger spielen macht voll Spaß. Hast du das mal gemacht? Noch nie. Das ist so geil, wenn du ein aufgewertetes Schiff hast, macht das richtig Spaß, gegen andere zu fliegen. Okay. Ohne Witz, das ist besser als in Battlefront. Hast du gesehen? Ich bin 32, werde 65 gepimpt. Es dreht sich um das antike Sicherheitssystem der Ruinen, das von 2 Energiepfeilern in der Nähe mit Energie versorgt wird. Das System ist jedoch gefährlich. Jedes Mal, wenn die Pfeiler abgeriegelt werden, geben sie eine explosive Entladung ab. Lass mich starten, ich will Metzel. Ja, 30 Sekunden noch. Ah. Siehst du mich? Siehst du mich? Ja, natürlich. Warum siehst du mich? Du leuchtest lila. Ich war noch getarnt. Ach übrigens, schwarze Garde steht schon drüber, ne? Bei mir, bei dir auch, ne? Ja. Dann lass uns mal bitte einen guten Eindruck hinterlassen, damit die PvP, damit meine Gilde hier mal ein paar Todeshändler dazu bekommt. Ein paar PvP-Spieler. PvP-Spieler, ja. Komm, go, go. 5 Sekunden, 4 Sekunden. Wir sind schon heiß. Ich hole mir den ersten Punkt jetzt. Erobert die Pfeiler und zerstört die Republik. Erobert die Pfeiler und zerstört... Nein, du kriegst... Nein, lass das. Lass den Quatsch. Ohne Quatsch mal. Das heißt, wieso bin ich keine Hexe und kann nicht ziehen? Ja, du bist doch einer. Wirklich jetzt? Echt mal? Du kriegst auch Punkte jetzt dafür. Nee, krieg ich nicht. Die Medaille kriegst du nämlich. Dann gehen wir uns in der Mitte ein bisschen prügeln. Energiepfeiler zerlegen und so weiter. Darf ich. Nee, ich will den da mal zu. Doch, den da werde ich jetzt mal zurichten. Au, die heilen ja. Au, ich krieg auf die Nase, ich bin gleich tot. Nein, 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 ich will nicht sterben. Wo ist meine Machttarnung? Verdammte Scheiße nochmal. Ich hasse PvP. Ich weiß jetzt schon warum. Oh, ich komme hier ganz gut voran. Ah, jetzt bin ich tot. Du bist ja auch ein Hexer, du kannst ja alles wegblitzen. So Blitzdingsen meinst du? Ja, Blitzdingsen. Ja, jetzt kommt mir da einer hinterher, ist das zu glauben? Da hinten läuft einer zum Pfeiler hin. Ja, ich? Nein, hier zum anderen. Zu unserem oder was? Ja. Der versteckt sich. Der Pisser da. Ich krieg dich, Junge. Verstecken brauchst du dich nicht. Ich kann in der Tarnung nicht tappen, ey. Wieso ist keiner von euch hier? Oh, gestunt. Pickt euch hier Witze. Echt mal. Oh Gott, ey. Ich glaub, der kriegt mich. Ich glaub, der kriegt mich. Ja, und ich bleib jetzt hier oben dran hängen. Nee, bleib ich nicht.
Ich habe 2 Medaillen, ey, wegen diesem blöden scheiß Kommando da mit seinem. Oh, ich hab ihn gekriegt. Ja, toll, wir verlieren trotzdem. Hast du gesehen, wie viele Kugeln die eingesammelt haben, weil die Deppen alle zum Pfeiler gerannt sind? Ich hatte das im Griff. Ja, durch. Lass uns die da hinten mal angreifen hier. Dass wir deren Pfeiler tappen können. Sind nur 15 Sekunden. Ich hasse diese Zeitdinger. Mann, da komme ich niemals rechtzeitig hin, um den noch umzutappen. Scheiß PvP-Gedöns hier, echt mal. Ja, toll. Und ich gehe als erstes drauf, jede Wette. Nächstes Mal tapp ich mal den. Ohne Scheiß mal. Oh shit. Ich bin auch draußen. Oh Gott. Der bleibt jetzt auch draußen, hier der Typ. Ja, erledigt. Wir werden nicht scheitern. Alle Einheiten, Angriff! Geh weg, du Typ, ey. Was soll denn der Mist? Oh. Echt, jetzt gehen die tappen, dann laufen die alle in die Mitte und dann tapp ich den. Wieso hat der mich jetzt gesehen, der Typ? Der hat dich enttarnt. Ja, wie kann der mich denn enttarnen? Wieso kann ich keinen Schaden auf den machen, ey? Mann, ich komm nicht dran. Oh, scheiße, falsche Taste. Ja, toll, die haben mich schon wieder klein gehackt. Ey, ist das zu fassen? So, und jetzt geht gefälligst auf die andere Seite und tappt unseren Pfeiler. Ich mach den weg. Ja, da gibt's natürlich wieder einen, der das nicht schneidet, ne? Die müssen jetzt hier rüberkommen. Ich geh mal schön aus dem Turm. Ey, was soll denn das? Boah, ey, die marschieren hier ein, ne? Und das ist kein Arsch da, ey. Ja. Die marschieren mir hinterher, diese Trottel hier, ey. Keine Ahnung, was das soll. Ich tappe. Oh Mann, halt den doch dann auf, Mensch, du dämlicher Vollhorst. Da könnte ich echt die Krise kriegen bei sowas, ne? Ja. Jetzt sind die wieder alle da drinnen, ey, anstatt da... Ja, ich tappe immer noch. Oh, jetzt könnt ihr den nicht mal schocken, ihr Trottel? Nee, können sie nicht, ey. Weißt du, jetzt kommen sie alle hier angelatscht und ich kann nicht mehr tappen. Weil meine Typen hier zu blöd sind, um die Leute aufzuhalten. Krieg ich nicht gebacken, ey. Krieg ich einfach nicht auf die Kette. Wie kann man so dumm sein? Ja, 39 Sekunden schaffst du nicht mehr. Oh. Soll ich jetzt mal schreiben, warum seid ihr so bescheuert oder was? Dati und Rainbow, ey, die kannst du für nichts gebrauchen, die Trottel. Da krieg ich echt zu viel. Deutsche Idioten. Tut mir leid, ich raste das schnell mal aus. Ja, wenn ich sowas sehe. Ja, geht doch ran hier. Oh Mann. Ich hasse diese Typen, ne? Die sind so dämlich. Die sind so voll dämlich. Ich würde da nicht schreiben. Ohne Witz mal. Anstatt dass die Typen da jetzt weggemacht haben, da hätte ich den Pfeiler schön durchtappen können. Da bleiben die da stehen und machen nix. Diese Vollidioten. Erobert die Pfeiler oder sterbt bei dem Versuch. Ja. Ich komme hier aber ganz gut voran, also. Ich sammle hier fleißig Kugeln und so. Ja, das ist gut. Also wir liegen ja noch vorne. Und ich verteidige das hier in der Mitte. Drüben nehmen sie wieder ein. Das läuft ja, schon mal. Lass sie ruhig einnehmen. Die gehen dann nämlich auch gleich wieder weg und in die Mitte. Und dann hol ich den Pfeiler. Die Republik hat einen Pfeiler übernommen. Mach die scheiß Tür jetzt auf hier, ey. Ich hab das gerade verpasst. Ein Pfeiler unter Kontrolle. So, los. Jetzt mach die scheiß Tür hier auf, verdammt nochmal. Boah, ich hasse dieses Spiel, ne? Ohne Witz, ich geh da so aggro bei. Ich merk das schon, ey. Da sind nur solche Volltrottel da drin, die nichts auf die Kette kriegen. Oh shit. Halt sie mal schön in der Mitte. Ja, da kommt
Ja, der ist jetzt weggegangen, rübergesprungen. Ne, der kommt angelatscht. Scheiße, der hat mich enttarnt. Ja, der Deft hier. Vector wurde besiegt. Jo. Komm mal hier rüber und greif den mal an. Wo bist du denn? Ich bin am anderen Pfeiler. Auf der Feindseite? Ja, auf der Feindseite. Okay, ich komm dahin. Ich hab doch bestimmt noch einen Stun. Ist das der Typ, der da steht, oder was? Ja, der Typ, der da steht. Ja, den hole ich mir. Da kommt aber noch einer angelatscht, ne? Oh shit, oh shit, oh shit. Da kommen noch zwei angelatscht. Ja. Muss ich jetzt durch. So, jetzt bist du besiegt worden, aber ich noch nicht enttarnt. Ja, das sind zu viele. Ja, ist egal, die rennen doch jetzt alle wieder schön in die Mitte. Mhm. Okay. Also es ist nur noch einer da, ne? Ja, ich hab den, aber ich bin dran. Er hat mich gestunt. Hab ihn. Solo-Kill. Jetzt haltet mir die Typen da vom Leib. Oder geht Tabben. Oh nein, schon wieder, ey. Mann. Ja, und ich bin schon wieder tot. Ey. Ich habe ja auch keine Medipacks und nix und keine Death-Skills oder irgendwas. Aber zum Glück liegen wir immer noch vorne. Ich hol mir jetzt den Pfeiler da. Mir scheißegal wie. Oh, da hat's mich hingerafft. Shit, ey. Ja klar, logisch. Genauso wie die andere Hälfte auch. Wir werden nicht scheitern. Alle Einheiten. Ich hindere die jetzt einfach am Tappen. Ja. So einfach. Ich hindere sie einfach am Tappen. Die sind aber jetzt zu zweit, ne? Ich wünschte, ich hätte ein paar Death-Skills. Er hat sich ausgetappt hier, Freundchen. Ich bin gleich tot. Jo, tot. Jetzt können sie tappen. Und dann hol ich mir den Pfeiler wieder. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, ey. Ja! Hab ich ihn noch. Ey, die haben den Pfeiler tatsächlich vor uns eingenommen. Was ist denn los mit euch? So. Da war. Gut, aber damit haben wir das Spiel ja auch schon gewonnen. Die sind zu dritt hier, ne? Ja. Viert. Die deffen jetzt nur noch. Ah ne, die sammeln Kugeln ein. Lass ihn mal Kugeln einsammeln. Noch eine Kugel angelatscht. Ja, die deffen jetzt zu zweit. Ich kann hier nichts machen. Ja, der eine geht jetzt. Na, ich gehe in die Mitte und folter die mal ein bisschen noch. Echt eine Chance gegen den Attentäter, glaubst du daran? Hat er sich verschanzt oder was? Ach, ich bin schon wieder auf niedriger Gesundheit. Das darf nicht wahr sein, ey. Ich hasse dieses PvP-Gedöns. Und wieder ist keiner da, der helfen kann, weißt du? Alle sind sie nur mit ihrem Scheiß beschäftigt. Da hat das jemand den Pfeiler tappen oder so. Guck mal, bei uns sind sie auch schon wieder am Tappen. Die holen sich den. Nee, nicht in 19 Sekunden. Da kommt der nächste angelatscht, der tappen will. Und tappt und tappt und tappt. Na, no, ey. Du blöder Idiot. Ey, haben wir gar keine Heiler dabei, ey? Nee, natürlich nicht. Deswegen gehst du ja ständig kaputt, weil wir eben keine Heiler haben. Detonation steht bevor. Shit, ey. Detonation steht bevor. Ja, ihr könnt jetzt noch in die Mitte laufen, das bringt euch mal so gar nichts. Yes. Oh, wir haben gewonnen. Wo stehe ich denn? Ich bin Platz 4. Vom Schaden her, oder was? Allgemein in der Liste bin ich auf dem 4. Platz. Wo bist denn du, Vector? Ich gebe dir mal meine Auszeichnung, dann gibt's noch ein paar Pünktchen. Ja, wo bist du denn?
Ich war ziemlich weit unten. Ich habe ja nicht viel gemacht, außer mich durch die Gegend getarnt und mich aufgeregt. Wir haben tatsächlich mal ein PvP-Spiel gemacht. Das ist ja geil. Wow, ey. Oh, ich habe sogar 2 Marken gekriegt. Aber ja, leider gibt das nicht mehr EP. Aber dafür trotzdem Level up, ne? Ja. Das war ja wichtig. Wir wollten ja nach Quash. Ja. Und das starten wir dann auch in der nächsten Folge, würde ich sagen. Genau. In der nächsten Folge geht's dann auf Quash weiter. Ja. Gut, dann bis zur nächsten Folge, Leute. Bis dahin.